Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 14. Juli 2022. Beginnend heute hier in Maspalomas unterhalb vom Sonnenland. Ja, es geht mal heute ein bisschen nach oben. Wir sind hier genau unterhalb der Hauptstraße, die da die zwei Zentren teilt. Links und rechts diese Einkaufszentren, die auch schon teilweise wieder renoviert worden sind, aber immer noch nicht voll im Betrieb. Hier auf der linken Seite, hier ist das frühere Gemeindehaus, hier sind die Gemeindeverwaltungen gewesen. Ein riesiges Denkmal hat man hier gesetzt mit Wasserfall, mit allem drum und dran, hat aber nie richtig funktioniert. Und dann ist auch die Gemeinde umgezogen. Das Gebäude hier, das wurde dann baufällig und dann hat man es schlicht und einfach geschlossen. So, und hier auf der anderen Seite, hier ist das Justizgebäude und die Polizei und hier seitlich sieht man das Holiday World. Hier kommt man auf die GC 500 Richtung San Agustin, beziehungsweise die andere Seite nach Meloneras und auch Richtung Flughafen. So, und das ist jetzt genau die andere Seite hier links. Da kommt man von Tablero geradeaus. Hier geht es zum Park und zum Holiday World. Und hier nach rechts geht es dann Richtung Puerto Rico. So, das ist das Centro Sonnenland. Für viele, die es nicht wissen, hier sind ein paar Geschäfte, eine Apotheke. Hier ist auch eine Autovermietung. Und im Rücken habe ich das Centro Sonnenland 2, das ist das Sonnenland, das Zentrum 1. Da ist auch ein Teil vom Registeramt, Grundbuchamt mit drin. Und hier auf der anderen Seite, Parking ist noch nicht eröffnet, Sonnenland Centro 2. Und da seht ihr, hier ist noch der Bauzaun davor. So, und wir fahren jetzt mal hier nach oben. So, und hier oben ist das erste Haus am Platz Mirador Maspalomas bei Dunas. Hier ist die Rezeption, da geht es ein bisschen tiefer in die erste untere Etage. Hier oben sind Geschäftslokale. Da gibt es auch einen guten Asiaten. Osaka heißt der, gute Qualität. Liefert auch, aber dauert sehr lange, bis man da geliefert bekommt. So, und hier der Blick. Wir gehen mal über die Straße. Ja, man hört hier die Animation vom Hotel. So, und hier der Traumblick über die Dünen von Maspalomas. Über den Campo International. Das Tabaiba Princess da vorne. Und hier gibt es auch einen Fußweg. Ihr seht ihn hier auf der rechten Seite. Atalaya. So, hier geht es runter. Hier sind die Tennisplätze, die gehören zu der Anlage. Da kann man ein bisschen abkürzen, aber immer noch hier gut 25, 30 Minuten zu laufen, bis man am Strand ist. So, und für diejenigen, die nicht wissen, wo Sonnenland liegt, jetzt seht ihr es oberhalb hier Richtung Meloneras, Richtung Tablero auf dem Hügel. Und es ist eine schöne, teilweise eine schöne Wohngegend, aber man hat dann immer die Entfernung hier zum Wasser und das sollte man berücksichtigen. Hier sind die Wohnungen, die Mieten auch noch etwas günstiger. Zum Beispiel hier im Surikan, das ist das Haus hier direkt davor, das weiße Haus. Da sind die Mieten noch Monatsmieten bei einer Langzeitanmietung, so um die 700 Euro pro Monat inklusive Strom und Wasser möglich.
Ja, und hier kommen die Zubringerbusse für die Anlage hier, die nach Maspalomas an den Strand fahren. Die bringen ihre Gäste und setzen sie auch am Nachmittag wieder ab. Das sind die Strandbusse hier. Das zum Beispiel für das Mirador. Ja, auch schöner Blick in die Berge. Und da drüben, da ist das Einkaufszentrum El Tablero. Das gibt ein andermal einen Bericht, was da alles ist, ob es sich lohnt, da hinzufahren, beziehungsweise was für Geschäfte da sind. Das machen wir ein andermal. Ja, da sind ganz schön Leute mit dabei. So, das hier, Mirador Maspalomas. Wenn einer, der natürlich nach dem Namen geht hier, dann denkt er womöglich, wenn er das Hotel bucht, er sei in Maspalomas. Aber dann genauer schauen, Sonnenland, und dann weiß man, das ist ein bisschen außerhalb. Und der Bus macht schon wieder kehrt und fährt zurück. So, und einen Blick riskieren wir hier unten. In die Rezeption hier. Mirador Maspalomas bei Dunas. Also nochmal, der Name ist nicht geografisch zu sehen. Ja, und hier in der Straße hat man auch alles, was man so zum täglichen Bedarf noch braucht. Hier gibt es die Autovermietung. Und hier die diversen Geschäfte, Love and Hate. Da hat die Conny mal drüber berichtet. So, hier können wir ein bisschen vom Hotelleben mitbekommen. Hier ist natürlich doch alles ein bisschen enger, ein bisschen lauter, ein bisschen näher zusammen. Also für den, der es mag, hier mit Animation, hier schaut euch das an. Hier ist richtig was los. Da ist Partystimmung. Hier ist Kinderanimation, da laufen die gerade übers Wasser. Ja. Jacuzzi, Pool, alles, was man so möchte. Ja, und ich sehe gerade, Love and Hate gibt es auch hier unten. Die haben sich vergrößert. Hier die Terrasse. Da gibt es gute American Burger. So, und zur Orientierung hier auf der rechten Seite geht es Richtung Maspalomas und Puerto Rico. Hier unter die Autobahn durch, da geht es nach Tablero. Da ist das Einkaufszentrum und der Ort Tablero. Und wir stehen hier an der Straße, die direkt ja wieder Richtung Meloneras führt. Hier sichtbar schon das Hotel Via del Conde. Hier gibt es auch Bushaltestellen, die aber nicht allzu häufig fahren. Hier ist man dann schon doch auf ein Fahrzeug angewiesen, also vielleicht doch eher ein Auto hier mieten, wenn man hier oben ist. So, und hier geht die Straße schnurgerade nach unten. Wir nehmen jetzt heute mal diese Seite und ein andermal die Straße nach oben. So, und jetzt auf der linken Seite Sonnenland Club 1 und 2. Auch wieder für diejenigen, die hier was mieten möchten, in den Medien nachsehen. Auf diesen Seiten Sonnenland Club 1, Sonnenland Club 2.
Das sind die Häuser hier auf der linken Seite. Das sind Reihenhäuser, kleine Reihenhäuser und eine Terrasse oben, ein kleiner Balkon. Und da kann man dann auch fündig werden. Wenn es etwas größer sein soll, dann hier auf der linken Seite Vista Faro. Das ist die Anlage hier. Ich habe schon mal darüber berichtet. Da vorne links geht es rein. Und das ist der komplette Block hier bis zur anderen Straße. Parkplätze gibt es auch einige. Hier Vista Faro. Dann doch eher langfristige Mietobjekte hier. Da vorne links ist der Eingang. So, hier geht's hinein, der Haupteingang, wie es der Fahrer. So, wir fahren jetzt nach unten. Ja, und hier bin ich doch gerade vorbeigefahren und musste anhalten. Und da grüße ich die Yves und den Peter. Hallo Yves, hallo Peter, recht herzliche Grüße. Ja, ihr wisst, warum ich hier anhalte. Residential Atalaya. Nein, nicht Atalaya, was sage ich denn? Ataitana Maspalomas, so heißt die Anlage hier. Schöne, ja, luxuriöse Bungalows auf 2 Etagen teilweise. Haben sie sogar auch noch einen Keller, eine untere Etage mit schöner Terrasse, so stufenförmig gebaut. Tiefgarage gibt es da. Ja, und eine schöne Wohngegend, sehr, ich sag mal, sehr große Häuser. Ich schätze mal so um die 200, 220 Quadratmeter hat man da auf 2 Etagen. Ja, und hier ist man auch nahe am Meer. Das sind jetzt hier ungefähr 25 Minuten zu Fuß. Mit dem Auto hier keine 5 Minuten ist man, oder 10 Minuten, dann am Wasser. Und wer etwas günstiger mieten möchte, Calle Tomas Morales, der fährt ganz einfach hier mal rein. Und hier auf der rechten Seite gibt es schöne kleine Bungalows auf 1 Etage. Und da ist auch immer ab und zu was frei und im Angebot. Bungalow Los Robles Verdes, so heißt die Bungalowanlage, Bungalows Los Robles Verdes. So, hier wird es etwas luxuriöser. Hier gibt es schöne Häuser auf 2, 3 Etagen mit Pool dabei und Garten. Da muss man ein bisschen mehr hinlegen. Ja, und das ist auch eine Sackgasse hier. Hier geht es dann auch nicht mehr weiter. So, wir sind wieder hier auf der Hauptstraße.
So, und hier geht es wieder zurück. Das ist die Straße, die jetzt hier unterhalb vom Sonnenland nach links einbiegt und dann wieder links nach oben führt. Wir fahren jetzt hier entlang auf kürzesten Wege. Es gibt eine Fortsetzung vom Sonnenland, aber jetzt mal erst hier runter. Und da vorne ist die Tankstelle. Die Straße sozusagen teilt Richtung Meloneras und rechts Richtung Puerto Rico. Und hier sind die Anzeigetafeln, wo es hier überall hingeht. Meloneras, Playa de Inglés. So, hier kommt die Straße von Puerto Rico Arginegin. Hier geht es weiter Richtung Dünen. Und ich fahre jetzt hier wieder zurück. Ja, ihr seht selber, nicht unbedingt radfahrerfreundlich hier, denn hier heizen einige richtig lang. Aber diese Verrückten, die gibt es überall. Ja, und wenn man zu Fuß geht oder hier mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann ist man schon wieder am Barranco. Das heißt, hier an diesem trockenen Flussbett. Und hier kann man dann wunderschön laufen Richtung Golfplatz. Hier ist man dann auch ganz nahe an den Princess Tabaiba Hotels. So, und hier geht es auf der GC 500 weiter Richtung Maspalomas Playa de Inglés. So, ich habe hier eine kleine Abkürzung genommen. Und schon ist es wesentlich ruhiger und auch fahrradfreundlicher, fußgängerfreundlicher. Das ist die Anlage Bali. Viele, viele kennen die seit, ich glaube, über 20 Jahren. Parque Bali. Seit 20 Jahren, ich glaube, 25 Jahre gibt es diese Anlage hier. Schöne kleine Bungalows mit einer Dachterrasse. Kleine Gärtchen dabei, nicht unbedingt jetzt mit Rasen, sondern teilweise eben auch mit Erde und Steine. So, und schon sind wir wieder in Maspalomas. Hier auf der rechten Seite Playa Flor, da kann man auch mieten. Playa Flor und Playa Verde. Das sind die Namen hier unten. So, und jetzt sind wir schon in Maspalomas. Und zwar im Campo Internacional. Hier die Zubringerbusse, die Menschen vom Strand zu den Bungalowanlagen bringen. Und schon geht's wieder weiter. Hier ist der Club Maspalomas Suites and Spa. Ja, und hier geht es direkt zum großen Barranco, der den Campo Internacional teilt. Ja, und wenn man weiß, wie und wo, dann kann man hier auch ein bisschen abkürzen. Ich weiß wo und ich weiß auch wie. So, und da sind wir wieder. Da haben wir vorhin angefangen in dieser Richtung. Hier ist das Riesenrad,
die Straße Richtung Sonnenlad. Wir haben jetzt einen Kreis gezogen. Und mit diesen Bildern möchte ich mich dann verabschieden. Hier der Blick Richtung Dünen, Richtung Maspalomas, Richtung Leuchtturm. So, und dann sage ich hasta luego, bis zum nächsten Mal oder morgen zum aktuellen Wetter, beziehungsweise am Faro morgen 16 Uhr, wer dabei sein möchte, kann recht gerne mit dazukommen. Hasta luego.